Jo, hallo und willkommen wieder auf diesem Kanal InKev. Heute gibt es ein Thema, da denkt ihr euch wahrscheinlich so, wie kann denn der so einen Titel schreiben? Danke an Buri, Hashtag Joker und Umut Abi. Real Talk. Wie kann das sein? Also erstmal, lange ist her, dass ich überhaupt ein Real Talk-Format wieder aufgenommen habe. Ich habe jetzt richtig Bock drauf und ich hatte jetzt in letzter Zeit keine Zeit einfach dafür. Ich musste jetzt so viele Videos raushauen für Alpha Kevin. Ich habe viele Twitch-Streams gemacht und ich mache derzeit so viele Überstunden auf Arbeit, dass ich kaum noch Zeit habe für irgendwie was anderes außer Twitch, YouTube und Arbeiten. Ja, mich kotzt das selber auch ein bisschen an und es ist schon schlimm genug, dass da auch die Zeit mit der Freundin da teilweise ein bisschen hängen bleibt und das ist einfach nicht gut. Jetzt habe ich allerdings gerade mal noch eine Stunde Zeit und die Stunde wollte ich jetzt einfach mal nutzen, um Videos vorzuproduzieren für InKev. Ich hoffe, das funktioniert auch alles sehr gut und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz mich bedanken an Buri, an Hashtag Joker und an Umut Abi und Buheri. Also erstmal ein dickes Dankeschön an Buchi. Also die Sache zwischen uns ist ja gegessen, das ist geklärt. Inwiefern er das jetzt wirklich für sich akzeptiert hat, dass das Ganze so gelaufen ist und ob die Entschuldigung auch jetzt wirklich echt ist, das wird sich alles noch zeigen. Ich hoffe einfach mal, dass er das wirklich ernst meint. Ich habe kein Problem mehr mit Buchi. Wir haben auch schon miteinander geschrieben, es ist alles gut. Und ich muss mich trotzdem einfach bedanken. Also mein Kanal, der lief ja schon davor relativ gut, ne? Ich hatte dann schon mittlerweile so um die 20.000 Aufrufe pro Video. Und seitdem ich mit Buri diese Auseinandersetzung hatte, seitdem er diese Videos rausgehauen hat, habe ich ja das 35-Minuten-Video gebracht. Und ich glaube, der Zeitpunkt war genau der richtige, dass das passiert ist. Weil seitdem ich dieses Video hochgeladen habe, keine Ahnung, da hatte fast jedes Video jetzt schon mittlerweile fast 30.000 Aufrufe. Mein Kanal wächst und wächst und wächst und ich hatte seitdem auch einen krassen Abonnentenzuwachs. Also keine Ahnung, was da los gewesen ist, aber ich glaube, YouTube steht so ein bisschen auf Beef-Situationen und die haben einfach mitbekommen, Alter, das muss man auf jeden Fall empfehlen. Und meine Impressionen, die sind mittlerweile fast bei 4 Millionen Impressionen im Monat. Ja, das ist für meinen Kanal ist das unglaublich. Ich hatte teilweise Monate, da hatte ich 200.000 Impressionen oder 100.000. Das ist ja gar nichts im Gegensatz zu dem. Dementsprechend kann ich mich da einfach nur bedanken, dass die ganze Sache so passiert ist, dass Buri sozusagen so eskaliert ist in seiner Reaction, dass ich genügend Content bringen konnte. Und das Geile ist, glaube ich, auch einfach, was mir mega in die Karten gespielt hat. Ich konnte meinen Content oder meine Videos so gestalten, wie ich das wollte. Ich habe mir einfach die Zeit genommen und habe einfach gesagt, weißt du was, scheiß auf Entmonetarisierung, scheiß auf irgendwas. Hauptsache, ich hau jetzt geile Videos raus, ne? Wir machen die selber Spaß und ich kann meinen eigenen Stil endlich entwickeln. Und ich glaube, aufgrund der ganzen letzten Videos, die ich jetzt gemacht habe, habe ich mitbekommen, in was für eine Richtung ich eigentlich gehen möchte. Und das ist halt einfach so diese Unterhaltungsschiene mit Meinungsblocks gepaart. Das ist das, was ich schon immer machen wollte. Nur irgendwie finde ich jetzt momentan die Videos, so wie sie jetzt sind, mit diesen Einspielern und so weiter drin, finde ich einfach tausendmal besser als das, was davor war. Und mittlerweile finde ich auch, dass das Feedback viel, viel größer ist als noch vor einem Jahr. Also vor einem Jahr hatte ich ja kaum Feedback für meine Videos bekommen. Ich muss aber sagen, die Videos waren scheiße. Es ist einfach so. Aber auch mit den Meinungsblogs, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe, das ist im Gegensatz zu den jetzigen Videos komplett monoton gewesen. Und dementsprechend bin ich einfach so zufrieden mit meinem Kanal, so dankbar, dass so viele Leute sehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt und dass auch das Feedback so groß ist. Also mittlerweile mache ich mit, keine Ahnung, 15.000 Klicks fast 4.000 Likes. Das ist einfach unglaublich groß, ja. Oder beziehungsweise, es kommen so viele Leute, die auch kommentieren. Ich habe teilweise unter meinen Videos über 1.000 Kommentare. Über 1.000 Kommentare. Das haben manche Videos mit über 100.000 Aufrufen nicht. Und bei mir sind das bei 20.000 Aufrufen oder 30.000 Aufrufen teilweise über 1.000 Kommentare. Also das ist einfach nur heftig. Es ist wirklich für mich unglaublich. Ich kann es gar nicht so krass fassen. Und da muss ich einfach Danke sagen, ja, weil Buchi hat mir dazu verholfen, dass wir auch schon mittlerweile bei 100.000 Abonnenten stehen. Auch ein dickes Dankeschön dafür. 100.000 Abonnenten ist so eine unglaublich krasse Zahl. Aber da wird, denke ich, noch was kommen. Also ich habe da jetzt noch nicht großartig irgendwas geplant für die 100.000 Abonnenten. Aber ich denke, ich werde da noch ein Video bringen. Ja, ich meine, das bin ich euch auf jeden Fall schuldig und auch dankbar. Und ja, der nächste ist dann ja Hashtag Joker. Hashtag Joker hat ja so ein bisschen mit Umut Abi in die Scheiße gegriffen, würde ich jetzt schon fast sagen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, Hashtag Joker ist relativ dumm in meinen Augen. Also, der hat nicht so dieses vorausschauende Blicken. Oder vorausschauende Blicken, das Ding ist ein bisschen komisch. Der hat nicht diese vorausschauende Art. Der weiß nicht, was dann als nächstes kommt, wenn er irgendwas äußert. Ne, ich habe ja gesagt, ich werde dagegen vorgehen. Und ich meine, ich kann mir da 3 Monate Zeit lassen. Dementsprechend, ich sammle da Beweise. Und wenn ich Bock habe, dort zum Anwalt zu gehen oder zur Polizei zu gehen, dann gehe ich dort einfach hin. Ne? Aber erstmal alles gediegen, ich sehe das ja entspannt, ich meine, ich habe ja keinen Nachteil davon. Guck mal, ganz am Anfang dachte ich mir so, Alter, wenn das Wellen schlägt, habe ich ein großes Problem.
Jetzt ist es aber so, durch diese ganze Hashtag-Joker-Thematik sind noch mehr Leute auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Viele Leute sind jetzt Bestandteil meiner Community und ich habe daraus so viel Profit gezogen, sage ich mal. Und damit meine ich jetzt keinen finanziellen Profit, sondern mein Kanal, meine Community wächst immer mehr zusammen. Die werden immer mehr zusammengeschweißt und auf Disc. Ich habe das ja das letzte Mal gesehen, ne? Ich hatte einen Aufruf gestartet, ihr könnt gerne auf Discord vorbeischauen. Zack, es waren über 1000 neue Leute auf Discord. Über 1000 Leute sind auf den Link draufgegangen und sind meinem Discord beigetreten. Also es zeigt mir einfach, wie heftig die Community mittlerweile ist. Und ich glaube, durch diese ganzen Thematiken, die wir dadurch hatten mit Hashtag Joker, Umut Api und Buchi und Buheri, sind so viele neue Leute auf meinen Kanal aufmerksam geworden, dass ich denen einfach nur dankbar sein kann. Warum soll ich jetzt nicht Danke sagen? Klar, der hat mich als Nazi dargestellt, der hat mich als Hitler dargestellt. Ist ja scheiße, ne? Ich hatte auch Angst, dass es irgendwann mal jemand rausbekommt, dass ich so tituliert werde. Meine Eltern, die wissen das auch schon und so, und die haben gesagt, ach, das sind halt Spinner und sowas. Brauchst du eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Ist auch richtig so. Ich persönlich nutze natürlich dann solche Situationen, um Videos zu machen. Ich meine, es gibt keine besseren Steilvorlagen als Videos von einem Hashtag Joker oder Videos von Umut Api oder von einem Buheri. Ja, ich meine, das war doch eigentlich, das hat mir ja voll in die Karten gespielt, weil seitdem konnte ich ein Video nach dem anderen raushauen, wo ich einfach komplett unterhalten konnte, sagen wir es einfach mal so, wo ich einfach mal Unterhaltung bringen konnte, wo ich meinen eigenen Stil bringen konnte. Ja, und mittlerweile merke ich auch, dass ich mit der Art von Videos, die ich momentan mache, dass mir das mega viel Spaß macht. Das kostet zwar extrem viel Zeit mittlerweile, also mittlerweile mein Videoschnitt ist um Weiten krasser als der davor und es dauert natürlich auch viel, viel länger, aber ich merke einfach, dass sich das lohnt. Und ich merke auch einfach, das klingt jetzt zwar doof, aber ich mache jetzt ja um die 10 Minuten Videos, sage ich mal. Das lohnt sich auch mittlerweile vom CPM. Ja, sonst war mein CPM übel am Arsch. Ich habe euch das ja schon des Öfteren gezeigt, dass ich teilweise bei 1000 Klicks nicht mal 50 Cent bekommen habe. Ja, dass ich bei 1 Million Aufrufe oder bei 1,6 Millionen Aufrufen habe ich einfach 400 Euro bekommen. Das sind 0,25 Euro der CPM. Das ist nichts und ich habe noch nie so einen schlechten Wert gesehen, außer bei Knuspertoast, der hat auch so reingeschissen. Aber mittlerweile merke ich einfach, dass sich das immer mehr steigert aufgrund der längeren Videos und ich merke ja auch, dass die Leute oder dass ihr da draußen meine Videos einfach länger schaut. Ja, und wenn die Watchtime steigt, dann steigt natürlich auch der CPM und wenn mein Kanal noch werbefreundlich ist, das ist halt das Problem, mein Kanal ist halt nicht wirklich werbefreundlich. Da läuft das relativ gut. Bei mir sind momentan auch die ganzen letzten Videos einfach immer entmonetarisiert worden. Ja, also die waren monetarisiert, dann lade ich das Video hoch bzw. stelle es öffentlich und dann wird es entmonetarisiert. Keine Ahnung, was YouTube mit mir hat. Ja, ich weiß nicht, ob die das nicht mögen. Also ich meine, ich kann mich gar nicht über YouTube beschweren. Die empfehlen momentan meinen Kanal und meine Videos relativ gut. Dadurch habe ich auch so gute Impressionen. Aber ich habe keine Ahnung, ob die ein Problem damit haben, dass ich Kritik mache oder dass ich irgendwelche lustigen Clips einblende. Weil irgendwie, obwohl ich da nichts Beleidigendes mit drin habe oder so, und ich fülle ja den Fragebogen für die Monetarisierung immer ordentlich aus, obwohl ich da nichts weiter falsch mache, ja, wird es einfach entmonetarisiert. Und dann beantrage ich die Monetarisierung. Also ich möchte, dass das nochmal überprüft wird manuell, damit das monetarisiert wird. Nach 3 Tagen wird es erst monetarisiert, wo die ganzen Klicks weg sind. Deswegen, YouTube ist immer noch, was die Einnahmequelle angeht, mit Abstand das Schlechteste, was ich habe. Also meine Arbeit ist natürlich noch mehr und Twitch ist auch noch mehr, das kann ich euch sagen, weil YouTube ist wirklich da nur ein Bruchteil von dem, was ich da eigentlich bekommen würde. Nichtsdestotrotz bin ich einfach extrem dankbar, dass momentan so viele Leute aktiv sind. Ja, ich sehe es wirklich in den Kommentaren, wie viele Leute mir auch Support geben. Ich sehe es auch auf Instagram, wie viele Leute mir schreiben und auch Ideen und Kommentare schreiben. Das ist einfach geil und ja, deswegen Dankeschön, dass Buri damals darauf reagiert hat. Dadurch ist das Ganze so entstanden, dass Hashtag Joker noch dazu gekommen ist, Umut Abi und dann natürlich auch noch Buheri. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das nutze ich doch. Ja, das nutze ich doch. Und inwiefern ich gegen irgendjemanden vorgehe, rechtlich, das wird sich natürlich noch entscheiden, ne? Wir bleiben da einfach mal alle ganz entspannt. Und das Ding ist halt, ich gucke mal, ob ich mir den Stress antun möchte. Und wenn ich mir den Stress antun möchte und wenn irgendjemand noch die große Klappe hat, dann gehe ich halt zum Anwalt, ne? Dann kümmert der sich drum, dann muss ich mir keinen Kopfschmerz machen und dann läuft das Ganze. Ja, auf jeden Fall, Dankeschön an jeden, der jetzt bis jetzt dran geblieben ist. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Dankeschön, dass ihr dieses Video bis zum Schluss jetzt fast geschaut habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie es ist so schön. Stänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.